Alles zu mir. Alles meins, alles meins. Sehr schön. So. Kohle. Was ich irgendwie komisch finde, mittlerweile sehe ich die Erfahrungspunkte immer gar nicht. Also jetzt lagen zwar gerade welche auf dem Boden rum, aber so an sich sehe ich die nicht direkt jetzt auf mich zuploppen, quasi. Wenn er versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, ob das bei dem Texture Pack schon anders war. Es könnte aber sein. Ah, hier lang. Knack. Das hat nicht knack gemacht. Oh, das wundert mich aber. Das wundert mich schon ein bisschen, ne? Ach so, gut, das war der von vorhin. Aber egal. Ich habe einen Zombie gehört. Ja, mal diese ganzen Viecher aus, ne? Schlimm ist das, schlimm. Schwert, 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 Schwert. Stirb. Das finde ich ganz cool hier auf, ich spiele mittlerweile auch mal wieder so ab und zu mal auf dem anderen Minecraft Public Server. Der nennt sich Mine Legend. Müssen mal gucken, ist eigentlich ganz cool da. Und da fällt mir gerade nur ein, dass halt über den Viechern, die du tötest, immer ein Herzanzahl steht. Also du siehst immer genau, wie viel Herz du abziehst, wie lange die dann noch leben. Das ist ganz cool. Oh ja, so mal sehen, wie viel Kohle will ich denn mitnehmen. Ach, ich wollte ja eigentlich Steine abbauen, nicht Kohle. Weiß ich, wie viele Steine will ich denn mitnehmen? Ich brauche Treppen und ich brauche Stufen, ich brauche einiges, also. Aber erstmal brauche ich das hier alles. Ich brauche es einfach. So. Hier bin ich hergekommen, ne? Dann gehe ich einfach mal hier so durch. Wer weiß, vielleicht baue ich hier so heftig aus, dass ich irgendwann nochmal was Cooles draus bauen kann. Kann man nie wissen, ne? So, erstmal gucken, wie viel Kohle haben wir auch schon in der Menge, ne? Ich packe mal kurz das dahin, um zu gucken, wie weit ich mit dem Stein bin. Obwohl, eigentlich hätte ich es auch so machen können. Sehe ich nämlich genau, wenn ein Stack voll ist. Aha. Ne? Gut mitgedacht. Hui. Weil für die Stufen bräuchte ich halt schon, also für die Slabs da, bräuchte ich halt 3 Stacks, könnte ich mal machen. Und ach, für die Treppen an sich, also bräuchte ich 6 Stacks Steine, schätze ich mal. Das sollte reichen. Vorerst. Ansonsten, ja. Ansonsten einfach mal gucken. Ich denke schon, dass die Spitzhacke noch so lange reichen wird, hoffe ich mal. Ich hoffe es auf jeden Fall, ja. Und dann einfach mal gucken. Oder sollte ich wieder einen auf Stripmine machen? Erstes Stack Steine ist schon voll. Ach komm, weißt du was, wenn ich schon hier unten bin. Kann ich wenigstens doch noch ein bisschen nach Rohstoffen gucken. Ich meine, bei einem Stripminer kriegst du ja schon einiges an Stein. Nicht. Ich meine, ich werde jetzt auch nicht so mega viel machen, weil mein Inventar auch bald dann wieder voll sein wird, schätze ich. Kohle werde ich jetzt doch erstmal noch ein bisschen ignorieren, damit ich nötigenfalls noch Platz für Stein habe. Weil der zweite Stack Kohle ja, das zweite Stack, weiß ich nicht, bald angefangen werden würde dann, ne? Mal gucken, das Eisen kann ich eventuell noch auf dem Rückweg mit nehmen oder so. Wow. Aua! Bösen Bubis, dann nehme ich das halt mit. Dann werde ich mich später einfach nur irgendwie rausgraben. Obwohl, habe ich Erde mit? Habe ich Erde mit? Nein, natürlich nicht. Dann bastel ich mir jetzt gleich mal da die Treppe richtig hin. Damit ich ja nachher doch nicht so viel basteln muss und so, ne? Das da weg. So. So muss das, ne? Und mal wieder Licht. Und weiter in der Tiefe. Wir sind ja bald auch da, ne? So lange dauert es ja nicht mehr. Ach, jetzt kann ich mal ein bisschen verschwenderisch mit den Fackeln sein. Ich meine, ich habe es ja momentan. Sonst habe ich es zwar ja nicht, aber jetzt geht es ja. Naja. Wie viele Steine haben wir jetzt schon? 2 Stacks voll immerhin. Ja, nochmal wieder weg aus der Hand, weil wegen gucken und so, ne? Bald habe ich 3 Stacks voll. Oh, eins noch nach unten. Eine noch. So. Jetzt einfach mal die Richtung geradeaus durch.
Und fertig ist die Kiste. Nein, ich will keine Erde, ich will Steine. Verstehe es doch, Spiel, verstehe es doch. Aber bei Diamanten hätte ich auch nicht zu, einzuwählen, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich frage mich jetzt, ob ich mal die normale Strip Mine Dingsens machen sollte. Methode. Weil ich mache das ja eigentlich immer so, ich nehme einfach nur einen Gang und geradeaus, aber eigentlich soll man ja wirklich nicht so weit, oder sollte man nicht unbedingt so weit gehen wie ich. Deshalb mache ich es mal jetzt auch wirklich so. Ich habe das mal auf dem Server, da wo ich spiele, nach dem Prinzip gemacht. Ich gehe mal so weit in einen Gang rein, bis irgendwie Erde oder so kommt oder Gravel. Und dann nehme ich mir den nächsten Gang vor. Das liegt auch hauptsächlich daran, dass ich da nie eine Schaufel mit habe. Hier schon, ja gut. Erstmal das Eisen. Haben wir es jetzt, sehe ich schon wieder nicht mit den Steinen wegen dem Redstone, aber egal. So schlimm auch nicht. Wie haben wir jetzt schon? 3 Stacks voll, auf jeden Fall. So, da ist schon Erde, seht ihr. Jetzt nehme ich einfach den anderen Gang. Gegenüberliegend. So. Und da ist hier für mich Schluss. Fertig. So, dann wieder 2 weiter, ne? Damit man noch mal alles sehen könnte. Ich meine, ich muss euch das wahrscheinlich nicht erklären. Ihr kennt das wahrscheinlich besser als ich. Oder so, weiß ich nicht. Aber Fackeln. Fackeln. So. Na, seht ihr, hier kann ich noch ein bisschen weitergehen, weil da noch nicht Erde und so ist. Es kann auch sein, dass ich natürlich direkt hinter der Erde Diamanten befinde und ich die jetzt nicht mitnehme, aber ja, das weiß ich jetzt halt nicht. Wenn ich nicht weiß, ist es nicht schlimm. Da ich kein X-Ray benutze, noch nie gemacht habe. Weiß nicht. Also ich finde X-Ray irgendwie, nee, mag ich nicht. Falls irgendjemand fragt, X-Ray ist das, dass man quasi durch Steine und so durchsehen kann und dann halt die Erze nur im Boden sieht und muss man sich nur direkt hingraben. Es gibt aber auch schon recht wirkungsvolle Anti-X-Ray-Plugins und so für Server, also ist man damit auf dem Server sowieso meistens nicht bevorteilt oder so. Aber abgesehen davon halt, nee. Brauche ich nicht. Ich schaff das auch so. Nicht. Und Licht, wir haben wieder was. Licht. Sehr schön. Ich höre Wasser. Ich sehe Erde. Ich drehe um und ich esse mal was. Yam, 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 yam. Die Kohle lasse ich jetzt, wie gesagt, auch nochmal liegen. So, ja. 2, 3, 4. 4 Stacks haben wir schon voll. Und hier weiter. Okay, momentan ist jetzt meine Strip-Mine-Theorie noch nicht so bewiesen, aber ist eigentlich auch egal. Ich brauche Steine hauptsächlich. Das ist mein Hauptaugenmerk, könnte man sagen. Ne? So, tschüss. Und wieder die nächsten 2. Da ist Erde, also Pech gehabt. Nehmen wir hier. So einfach geht das. Ja, wie gesagt, es kann halt sein, dass ich dann immer was übersehe, aber was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Dieser schöne Spruch, ne? Diese ganzen geflügelten Wörter, wo die immer herkommen, ne? Was ist auch so für... Diamanten. Für Wörter gibt hier, leckt mich am Arsch und so, ist ja, glaube ich, von Goethe oder so, ne? Sowas in der Art. Mal sehen, nur 4? Also, ja, nur ist natürlich klar, aber... Besser als nichts, ne? Aber man kann ja trotzdem mal gucken. Gibt es ja öfter, dass sie hier so noch irgendwie versteckt sind. Aber nein. Und da ist auch schon wieder Schluss. Sehr schön. Dann hier noch kurz rein. Oh, fröhliche Sommermusik. Sommer ist ja bei uns auch wieder extrem. Also ab heute wird es ja wieder richtig heiß, habe ich gehört. Das ist ja schlimm. Ich meine, ich bin kein Wintertyp, aber ich bin auch kein Sommertyp, nicht wirklich. Ich mag den Frühling. Weil es da halt schon warm genug draußen ist, dass man mit kurzer Hose rumlaufen kann, aber nicht so warm, dass da halt alle 10 Meter stehen bleiben muss, um Luft zu holen. Und dann halt nach 5 Metern komplett schweißdurchtränkt bist. Nein. Und weiß nicht, abgesehen davon, Herbst mag ich nicht, weil es halt wieder so dunkler wird und grau und Frühling ist halt dieses Erfrischende quasi, für mich zumindest. Und Winter, ja, ich mag nur mal keinen Schnee. Ist auch so, bei uns hier in der Harzregion schneit es ja doch, also ist, na gut, ich meine, das Wetter spielt ja sowieso in den letzten Jahren etwas verrückt, dass sich alles verschiebt, aber bei uns war dann wieder extrem viel Schnee und Mika, der kommt ja aus Niedersachsen, er hat sich immer beschwert, warum es bei uns denn Schnee gibt, bei ihm nicht, und dann habe ich gesagt, der kann's doch froh sein, weil, ja, Schnee halt, ne, wow,
So. Der Grund, warum ich Schnee nicht mag, ist, man wird nass und es ist kalt und bah. Könnt mich jetzt ruhig im Weichei nennen, ist mir egal. Ich empfinde das einfach so. Das Regen hingegen mag ich eigentlich ein bisschen. Ein bisschen zumindest. Vor allem mag ich Gewitter, wenn er halt drin sitzt. Hier direkt also am Dachfenster, wo ich hier sitze gerade. Und dann prasselt er also richtig schön derbe drauf. Das finde ich immer übel gemütlich. Aber an sich ist mir Regen auf jeden Fall lieber als Schnee. Weil man bei Schnee als auch bei Regen kalt wird. Also nass wird. Ich zumindest. Ich werde bei... Wow, Alter. Ruhig, Junge, ruhig. Bin voll erschrocken. Ich werde bei Schnee irgendwie immer grundsätzlich nass. Entweder weil mir irgendwas in den Schuhen klebt und dann ewig nicht weggeht und was nicht alles. Oder halt voll in den Nacken rein und ach und ekelhaft. Und bah, Schnee, ne? Und außerdem bei Regen, da wirst du halt auch nass, aber das ist nicht so kalt. Und ist nicht so langanhaltend. Wie gesagt, wenn du halt irgendwie mal Schnee im Schuh hast, dann ist das erst ewig kalt, dann ist ewig nass und dann ist ewig nass und kalt. Ma, lass mich doch erstmal abbauen. So. Alles gut, Freunde, alles gut. Ne? Ist doch kein... Mir gibt es kein Problem, oder? Sehr schön, danke. Und ja. Wie gesagt, beim Herbst ist es halt so, da regnet es zwar auch öfter, aber da würde es halt, aua. Ja, ja, lass mich mal kurz in Ruhe. Würde es halt irgendwie, schon wieder so, man merkt, dass die Tage kürzer werden, es wird kälter und das ist auch nicht so gemütlich. Ich meine natürlich, wenn dann irgendwie zu Hause im Warmen sitzen, da irgendwie, geil, wenn du einen Kamin hättest oder so, hat meine Oma, da haben wir uns öfter früher vorgesetzt, das war mal ganz chillig. Und, ja gut, also ich würde sagen, Winter, na gut, Winter sowieso, aber auch Herbst, ist die Kaminjahreszeit, zumindest. Ja gut, ich meine jetzt, Herbst verstehe ich jetzt nicht, wenn Herbstanfang ist. Weil das ist ja, wann ist das immer? 21.09. oder so war es in dem Dreh, ne? Ich glaube, ich weiß nicht genau. Ich meine, da ist es öfters noch wärmer, das stimmt schon, aber ich meine, wenn es dann wirklich richtig herbstlich wird, so klischeehaft mäßig, ne? Dann mag ich das nicht mehr so. Nie so wirklich. Sehr viel Redstone, sehr schön. Wie viele Steine haben wir schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, dann geht noch ein bisschen. Ich meine, wenn ich jetzt schon 7 Stacks habe, dann kann ich auch noch ein bisschen weitermachen. Die Jacke hält noch ein Stückchen. Da geht das ja. Ich habe einen Zombie. Aber egal. Das ist mir jetzt momentan egal. Hörst du, Zombie? Ist einfach ruhig. So. So weit unten gibt es hier noch Eisen, das ist sehr heftig. Direkt über dem Bedrock wahrscheinlich. Na gut, Höhe 8 geht noch. Alter, noch weiter runter. Uiuiui. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Nein, ich schaffe das. Ja, ich habe da noch 3 Blöcke Erde, sehr schön. Wo bin ich denn eigentlich? Ach, von da oben. Ah, gerade schon gewundert. So. Ne? Ja, weiter. Weiter im Text. Und eine Fackel und... Oh, der Zombie, der hat gerade voll im Takt geblägt. Passt eigentlich jetzt nicht mehr. Alles kaputt macht er. So, und wieder zurück. Steine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 6 Steine, wenn dann schon 9. Ja, ich denke mal, ich mache mal 9, obwohl ich so viel Treppen wahrscheinlich auch nicht brauche. Dann hebe ich mir noch 3 Stacks so auf. Können wir machen. Und 2 gehen wir hier rein. Hier geht es rein. Oder einfach noch ein bisschen mehr Steine mal sehen. Ein bisschen hätte die Spitzhacke immer noch. Ein bisschen Platz habe ich im Inventar auch noch. Und fertig ist die Kiste. Sehr schön. Und umdrehen. Tschüssikowski. Wow. Ich muss mal kurz kratzen. So. Sehr schön. Und da haben wir wieder Redstone. Mann, Mann, Mann. Das gibt's jetzt auch wieder richtig viel, ja, ne? Wir haben schon wieder 2 Stacks voll und mehr. Da ist noch was. Da ist noch was. Mein Redstone. Sehr schön.